Shalom zusammen. Wie gestern schon versprochen, heute mal ein bisschen was über das tägliche Coming Out von Schwulen und Lesben. Eigentlich mehr von Lesben und meine Erfahrungen. Ja, darauf bin ich gekommen. Zum einen durch die Komödiantin Annika Hoffmann, die das auch mal sehr gut auf der Bühne so rüberbringen kann. Und auch hat ein anderer Channel einen Wettbewerb gestartet, die beste Coming-Out-Story gewinnt halt so Rucksäcke. Ja, da hatte ich gedacht, ich wollte auch eine Coming-Out-Story hinschicken, dann habe ich gefragt, welche sollte ich denn da hinschicken? Denn es ist ja so, es ist ja nicht damit getan, wenn man einmal sagt so, hey Leute, ich bin lesbisch, sondern irgendwie outet man sich doch täglich. Man lernt neue Leute kennen und man muss sich dort wieder von vorne outen. Oder bei mir ist es zum Beispiel in der Familie, irgendwie muss ich mich ständig nochmal von vorne outen. Also, ja, ich habe eine neue Freundin mit nach Hause gebracht und meine Oma so, ach Kind, ich dachte, das wäre doch nur eine Phase. Und meine Mutter, man merkt ihr schon an, also sie kommt damit nicht so ganz klar. Sie akzeptiert es, ist auch okay, aber ja, ich sagte jetzt, ja Mama, ich fahre jetzt am Sonntag um CSD nach Köln. Wie ist das? Nimmst du meine Tochter? Boah, was willst du denn da? Und mit den ganzen Gecken, habe ich gesagt, Mama, ich bin auch eine Gecke. Ich sage, ich gehöre dazu. Ja. So, wie sind so die Reaktionen nach dem Outing? Also, sie sind ja sehr unterschiedlich. Also ein Outing ist für mich, also wenn wir von einer Coming-Out-Story sprechen, ne, dann ist das für mich dann eher so das Outing in der Familie und bei Freunden. Ne? Und ja, bei meinen Freunden war es ganz cool. Die männlichen Leute, mit denen ich befreundet war, die waren direkt so, boah, schade, und aber wenn du mal eine Freundin hast, kann ich dann mal mitmachen. Und ja, war so ein bisschen krass. Mit den Leuten bin ich auch nicht mehr befreundet, weil sie halt mich irgendwie dann nur noch über den, ja, ich glaube, die, wenn sie mich angeguckt haben, haben sie mich immer nur mit zwei, also die Fantasie im Kopf, ich mit noch einer anderen Frau. Und das war auf Dauer irgendwie, dass sie ständig mit mir über Frauen sprechen wollten, wie wir den Sex haben und. Ja, und in der Familie war es bei mir so, ja, meine Oma dann direkt so, ich weiß gar nicht, wie war das, ja, wie war es denn, an einem riesengroßen Grilltisch mit der ganzen Familie, und ich sagte zu meiner Oma, pst, pst, Oma, hör mal, ich habe eine Freundin. Ja, ist ja gut, sagte. Nee, ich bin mit der zusammen. Musst du das jetzt hier so laut vor allen anderen sagen? Und ein paar Tage später habe ich sie dann nochmal angesprochen, ob ich meine Freundin dann mal mitbringen könnte. Dann sagt sie, ach Kind, ich hoffe, das ist nur eine Phase. Ja, manche Eltern sind auch so und sagen, hey, ja cool, haben sie kein Problem mit. Andere wiederum, ne, sind die Eltern total konservativ und spießig und haben echt ein Problem damit und setzen ihre Kinder unter Druck, und ist nicht immer gut so. Ja, und die Umwelt allgemein, wie geht die damit um? Jo. Irgendwie hatte ich ja schon mal so eine kleine Geschichte erzählt, ne? Man geht zum Beispiel mal auf eine Hetenparty und wird angegraben von einem Typen und sagt so, hey du, sorry, wir können gerne was zusammen trinken, aber wir beide haben die gleichen Interessen, wir stehen nämlich, glaube ich, beide auf Frauen. Ja, meistens dann auch wieder, boah geil, kann ich da mal zugucken, und zwei Frauen zusammen, das finde ich total geil und so. Andere wiederum sagen dann, boah Alter, du wurdest noch nie so richtig büb, ne? Und dann gibt es auch noch die Kategorie unglückliche Ehefrauen. Man outet sich so irgendwie allgemein, will mal keinen Namen sagen, weil, ne? Ja. Und dann kommen diese Frauen so, wenn man mal so ins Gespräch kommt, ne, auf Feten oder so, ja, hör mal, ich wollte auch schon immer mal mit einer Frau probieren, aber meinen Mann verlassen will ich dafür nicht. Also, mir geht's so, ich kriege immer, nicht immer, ab und zu solche Angebote, und ja, ich finde die irgendwie ätzend. Also ich finde so, ich bin ja kein Versuchskaninchen oder weiß ich nicht, wie ich das ausdrücken soll. Finde ich immer ein bisschen nervig, und auch wenn sie unglücklich in ihrer Ehe sind, ja, dann sollen die beiden Partner sich zusammentun und darüber sprechen. Denn wenn da eine Dritte mit im Bunde muschelt, ist das nicht so toll. Ja,
Was haben wir denn noch so als Coming Out, ne? Ja, wie auch schon mal erzählt, die ist lesbisch, da kommt die Lesbe. Ja, irgendwie ist das so. Meistens ist man dann so über das Sexuelle so ein bisschen, wird man reduziert, finde ich, so allgemein. Dann gibt es natürlich auch Reaktionen, wie, ne, wie so allgemeine Schwulen klatschen und so was, ne? Diese Reaktionen, den werde ich hier gar nicht mal so viel drüber sagen, weil solche Reaktionen, Dummheit einfach nur, ne? Also, irgendwie finde ich, welche Coming-out-Story erzählt man also? Und ich finde so, man outet sich irgendwie immer täglich. Irgendwo, wenn man wohin kommt oder wenn man jemand Neues kennenlernt. Oder zum Beispiel meine Schwester bringt ihre Freundin mit nach Hause oder die kommt mich schon mit ihren Freundinnen besuchen, weil sie stolz ist auf ihre große Schwester. Und ja, und dann kommt dann auch das Thema auf, warum hast du keinen Mann und aber ein Kind? Und dann sage ich auch, weil ich lesbisch bin. Und irgendwie könnte ich keine allgemeine Coming-out-Story erzählen und ich weiß nicht, wie es dir da geht. Vielleicht wolltest du ein bisschen kommentieren, wie oft hast du dich geoutet oder hast du dich nur einmal geoutet und dann nie wieder? Ja, das war's schon. Heute kurz, ne? Aber draußen scheint ja auch die Sonne und ja, die müssen wir ein bisschen genießen. Genießen und wie sagte Amy, ein bisschen Serotonin tanken für die Glücksgefühle. Ja, jedenfalls, ich wünsche euch alles Gute. Alles Gute heißt, das klingt immer so, als würde man sich nie wiedersehen, ne? Also meinen Kolleginnen einen stressfreien Tag oder eine stressfreie Woche. Und Jen, du weißt wofür, ne? Und danke Laura und Tine für das coole CSD-Video. Und Amy, ja, ich weiß nicht, hoffe, es geht dir gut und man sieht dich bald wieder. Man vermisst dich schon. Und euch allen anderen auch. Tschüss.